Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster Remake. Und genau, liebe Freunde, wir waren hier beim letzten Mal weiter im Herrenhaus unterwegs und haben den Rüstungsschlüssel gefunden. Haben die Geschichte mit der Hundepfeife gemacht. Und ja, jetzt steht uns quasi drei Viertel des Herrenhauses offen. Und ja, dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns das doch jetzt einfach mal an. Wo können wir denn anfangen? Ich befürchte, dass hier irgendwas rausgesprungen kommt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. So, war hier nicht? Hier gibt es nur Putzmittel. Das riecht etwas unangenehm. Hier kommt irgendwann was rausgesprungen. Ich weiß das doch. Türe verschlossen. Dafür brauchen wir einen kleinen Schlüssel. Okay. Hier? Erste Rüstungsschlüsseltür hier. So. Ja, wie gesagt, jetzt stehen uns ungefähr 5 bis 10 Türen offen. Was ist das denn? Eine Blendgranate. Oha. Eine Blendgranate. Okay. Eine Waffe zur Selbstverteidigung wird normalerweise eingesetzt, um das Sehvermögen des Gegners zu beeinträchtigen. Oi, interessant. Irgendwas ist hier. Der Kerzenhalter glänzt kalt im Mondlicht. Ja, kannst du das anmachen? Nein. Schade. Okay, dann... Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier einen Gang. Wartet mal, geh mal langsam hier voran. Ich weiß ja nicht, was ich hier so... Zombie oder so, ne? Ja, da ist ein Zombie. Guck mal, den Schatten da. Gehe ich erstmal noch nicht hin. Ach, okay. Es war dieser F-Gang. Ja, genau, kenne ich. Hier müsste ein Safe-Raum sein, oder? War das nicht so? Nee, auf jeden Fall war das ein kleinerer Raum. Ah, hier ist unser Tigerfreund. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen, gelben Lichts. Genau. Hier müssen wir, diesen Edelstein einsetzen, diesen blauen und dann scheinbar noch einen gelben statten. Okay. Genau. Ja. Und dann haben wir da vorne, können wir aufschließen. Ich kann mich hier erinnern, dass hier irgendwie ziemlich, dass hier irgendwie ein ziemlich ekelhafter Bereich in der Nähe war. Das ist ein normaler Raum, ne? Ja. Den müsste man... Ah, Munition, sehr schön. Danke. Ich bräuchte eigentlich mal wieder Kerosin, weil wir haben schon wieder zwei Zombies. Das Regal ist voll hochputzigen Alkohol. Herr damit. Die Tür ist von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Ja, da ist ein Zombie drin, denke ich mal, oder? Wenn es der Raum ist, den ich meine. Überall sind Kleidung und diverser Krimskrams verstreut. Ja, genau. Erinnert ihr euch an das Original? Als wir hier das Tagebuch gelesen haben. Da war auch der Zombie da. Der kam dann raus. Genau, das Tagebuch des Wächters. Der kam dann nämlich auch da. Rausgesprungen und hat uns erschreckt damals. Ja, lesen wir mal. Das Tagebuch des Wächters. Das wird jetzt gruselig, das sage ich. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Elias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gegoogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit liebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Also was? Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert.
Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. Okay. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Diese blöden Hunde starren mich an. Also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. Ein bisschen abgewandelt, aber der Inhalt ist der gleiche. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Eisenanwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellungen an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? Oh Gott. 19. Mai 1998. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt. Juckt. Scott kam. Hässlich. Hab ich ihn gefressen. Lecker. Viertens. Juckt. Lecker. Ja. Eine Zombie-Verwandlung, Freunde. Das ist dieses Tagebuch. Ja. Ein Klassiker vom ersten Teil. Darf nicht fehlen. Sehr, sehr gruselig geschrieben. Und ja, dann komm raus. Ich weiß, dass du da drin bist. Genau. So, aber erstmal ablaufen noch. Das ist noch ein zweiter. Wieder ist noch ein zweiter. Ist der eine schon kaputt? Der eine ist Kopf ab, oder was? Der eine hat einen Köpfer. Ja, geil. Okay. Das hier war ein Crit. Okay, cool. Ich meine, die werde ich jetzt nicht... ja, wobei, wartet mal. Hier ist noch irgendwas, ne? Grausig, diese Geschichte. Also, die Tür wird aber... lässt sich nicht öffnen. Ja, aber wir haben hier noch was zu tun. Genau hier, oder was? Ein alter Schlüssel, genau. Sonst noch irgendwas? Sonst war dieser Raum rein zur Atmosphäre gedacht, ne? Ja, das war's. Ja, finde ich aber cool, dass sie den Raum hier nochmal mit eingebaut haben. Es ist mir so ein Raum gewesen beim ersten... Also im Original habe ich gesagt, boah, schaurig. Wirklich schaurig. So, dann schauen wir doch mal, was... da oben ist, wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen. Ja, diesen F-Gang kann ich mich erinnern. Aber ist halt alles nochmal komplett neues Erlebnis, weil die Grafik halt auch komplett anders ist, ne? Da hat man nicht mehr so diese Wegpunkte, die man sich an dieser an sich erinnern kann. Ja. Verwende den alten Schlüssel und gucken wir mal, was hier drin ist. Hier dürfte eigentlich nichts drin sein. Ist auch nichts drin. Okay, wunderbar. Hier ist nochmal sowas. Noch eine Blindgranate. Das ist echt interessant. Nur alte Möbel. Aber ich sehe was, was uns hilft. Ah, danke. Defektes Gewehr. Ja. Das defekte Schrotgewehr, Freunde. Ich glaube, ihr wisst, was damit zu tun ist. Ah, perfekt. Und hier haben wir noch einen Kerosinkanister. Perfekt, wunderbar. Dann können wir die gleich verbrennen da draußen. Nochmal Farbbänder. Das ist jetzt... Ihr werdet mich dafür zwar umbringen, aber... Ihr werdet mich dafür umbringen. Ich habe 3 Schüsse verbraucht. Aber wir nehmen jetzt die Farbbänder mit, weil ich möchte nicht hier nur deswegen nochmal rein. Ist doch nervig, echt. Mit seinem Inventar hier. Aber ist okay. Ja, wir haben einfach 3 Schüsse verballert.
Wir sind ja eh in der Nähe von dem Safe-Raum, ne? Dann können wir das ja direkt da ablegen, das Zeug. Beziehungsweise nein. Wir müssen doch erstmal hier oben die Zombies. Warte mal. Zumindest erstmal den einen hier verbrennen, ne? Der liegt da ja noch. Schaut mal, der liegt da noch. Einmal verbrennen, bitte. Ja, danke. Dann wird der nämlich zumindest nicht zu einem Mega-Zombie. Verbrenne! Und wir verschwinden. Wir verschwinden direkt wieder. Müssen wir wieder Zeug ablegen, glaube ich, ne? Ja, Farbbänder weg und das defekte Gewehr. Ich weiß nicht, wir sind jetzt gerade auf großer Erkundungstour. Wir kriegen dadurch die Schrotflinte. Aber ist jetzt echt die Frage, ne? Sollen wir das mitnehmen oder... Pack die Chemikalie mal nach da oben. Oder sollen wir den blauen Edelstein schon... Ach, wir können so viel machen, ne? Das ist echt krass. Haben nämlich auch Gewehrmunition hier. Aber ich würde gerne erstmal da weitergucken in dem F-Gang. Was seht ihr das? Das sind nämlich noch Türen, die wir aufmachen können. Dann bewege ich mich erstmal dahin. Und genau. Ich meine, ich hoffe ja, dass wir noch erstmal noch keine Schrotflinte brauchen werden. Und wenn wir sie brauchen, dann hole ich sie halt schnell. Ja, wenn irgendwas Böses kommt. So, wartet mal. Ach, das ist ja dieser Zombie da. Nee, mach mal erstmal die Tür hier auf. Das ist nämlich eine schöne Abkürzung. Tür abgeschlossen. Genau. So, dann können wir jetzt nämlich hier schön raus. Raus zum Anfang. Zum Anfangsbereich hier. Sollten wir ganz gerne. Ach, da ist schon wieder ein Zombie. Hä? Warum? Ich hab sie doch kaputt gemacht. Naja. Egal. Sonst haben wir ja alles hier. Außer halt geradeaus da an diesem Zombie vorbei. Ich weiß ja nicht. Haben wir genug Muni? Wir haben 15 Schuss. Ja, das sollte reichen. Lauf vorbei. Hä? Verarsch mich doch nicht. Ihr seht das doch. Da ist doch ein Schatten. Ja, da ist doch der Zombie da draußen. Seht ihr, der bewegt sich doch da. Früher oder später kommt der rein. Ich weiß das. Der wird früher oder später reinkommen. In irgendeinem Schockermoment hier. Ah! Okay, ich weiß, was für ein Raum das ist, Freunde. Der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen? Lass erstmal. Hier sollten, wenn ich mich nicht alles täuscht, sehr viele Kräuter sein. Genau, und ihr seht es, da ist eine Pflanze. Okay. Wir gehen erstmal wieder raus. Das mache ich nämlich jetzt als nächstes. Weil das ist mit einer meiner Lieblingsstellen hier. Na, kommt er jetzt rein? Nö, kommt er nicht. Okay. Hier müssen wir nämlich diese Chemikalie gefunden, die wir benutzt... gefunden, die wir benutzt haben. Ja, ja. Benutzen, die wir gefunden haben. Und dann gibt es da nämlich jede Menge Kräuter für uns. Ich habe auch irgendwie 5 Stück oder so. Das ist ein richtig krasser Raum da. Deswegen werde ich mich jetzt auch nochmal kurz entleeren. Ich meine, es ist ja eh nur das hier und das hier, ne? Und da müssen wir diese Chemikalie einmal mitnehmen. Genau, das hier, ein chemisches Mittel zur Vernichtung von Pflanzen. Unkrautvernichter. Und das, was wir da gesehen haben, das ist Unkraut. Ganz ehrlich. Das ist Unkraut. So. Dann jonnen wir mal jetzt nochmal raus, wie der Kölner sagen würde. Und, genau. Wieder dahin. An dem tollen Zombie vorbei, der da am Fenster rumtanzt. Ganz tolle Show. Ich rechne schon damit, dass der irgendwann noch reinkommt. Aber cooles Schattenspiel, wirklich. Also, richtig cool gemacht. So, und dann können wir jetzt hier
an dieser Wasserpumpe können wir jetzt nämlich diese Chemikalie benutzen. Genau. Seht ihr das? Und jetzt können wir hier das Wasser pumpen. Auf welche Farbe? Was? Auf welche Farbe? Das Rote war, glaube ich, ja. Genau, das Rote müsste das töten, ja. Genau. Oder? Ja, sehr schön. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal auf Grün drücken, oder was? Ich frage mich gerade wirklich, was hier... So. Ah, es sind 5 Grüne, okay. Es sind tatsächlich 5 Grüne. Alles klar. Ah, das eine hätte ich eigentlich ablegen können, ne? Dann werde ich die so zusammenmischen. Dreifach grün. Genau, 5 grüne Kräuter, meine Güte. kombiniere damit. Kombiniere damit. So, da haben wir jetzt einen dreifach grün. Alle schön mitnehmen und da ist nochmal was. Schaut mal. Was haben wir denn hier noch? Ist das etwa der Edelstein? Nein, was ist das? Eine Todesmaske. Auch ein neues Item, ne? Richtig krass. Was wäre denn passiert, wenn wir hier das Grüne benutzt hätten? Den brauchen sie jetzt nicht mehr zu verwenden. Interessant, ne? Aber okay. Gut, Freunde, ich will mich nicht beschweren. Wir haben unsere Heilung. Einmal Vollheilung, zweimal grüne Kräuter. Meine Heilung ist ja hier... So, komm. Ja, seht ihr? Der ist weg. Das heißt, der wird uns jetzt gleich schocken, denke ich. Und lauf... Ja, ganz genau. Und ich habe mich tatsächlich sogar erschrocken. Ah. Ich habe mich tatsächlich... Ich bin tatsächlich zusammengezuckt, ja. Ich sehe zwar nichts, aber ich schieße einfach mal. Ah, da ist er schon. Da ist der nächste. Jawohl. Kopfschuss. Und hier, der können wir den... Shit. Ich muss den verbrennen. Okay. Boah, da haben sie mich echt gekriegt, ey. Obwohl ich damit gerechnet habe, habe ich mich erschrocken. Ja, weil die Effekte halt hier so laut sind irgendwie. Da fliegen mir immer die Ohren weg. Ist halt so. Aber gut, Freunde. Ich glaube, diese Todesmaske... Die müssen wir ja draußen einsetzen, im Garten. Da haben wir ja diesen Bereich mit den 3 Masken. So. Aber die brauchen wir noch ganz lange nicht. Also den können wir austauschen gegen den Rüstungsschlüssel. Das kann weg. Die Unordnung fängt schon an hier. Wartet mal, der Treibstoffkanister, den werden wir brauchen. Das lassen wir... Ja. Das kommt dann mal nach ganz unten. Kann man nicht irgendwie... Nee, geht nicht. So, die Heilung kommt mit nach oben. So, schaut euch das an, wie viel Heilung wir haben, ne? 3 Vollheilungen. Haben nochmal ein grünes Kraut hier. Mittendrin. So, machen wir ein bisschen Ordnung hier. So, mit 4 Munitionsschuss. Ach, hier unten haben wir auch nochmal. Ja, seht ihr? Also, die Heilung hier, die ist schon... 4 Vollheilungen. Ja. Plus nochmal eine Vollheilung, die ich mir theoretisch machen könnte. Der blaue Edelstein. Sollen wir den eben einsetzen gehen? Ich denke schon. Lass uns den blauen Edelstein da hinten einsetzen beim Tiger. Sollen wir mal zwischenspeichern? Nee. Nein! Jetzt lass doch. Ich habe mich verdrückt. Sorry. So, gut, dann machen wir jetzt noch die Sache mit dem Edelstein. Und auf dem Weg dahin können wir den Zombie verbrennen. Genau, weil der ist in einem engen Gang und das muss sein, dass wir den verbrennen. Das muss einfach sein. So, damit der nicht auffällt, verdammt nochmal. Ich finde es aber gut, dass der Chris so oft einen Headshot macht bei den Zombies.
Ja gut, ich meine, liegt halt daran, weil er halt der Sieger des Schützenwettbewerbs war, ne? Chris Redfield. Und genau, dann setzen wir mal hier den blauen Edelstein beim Tiger ein. So. Dann gucken wir uns das mal an. Was gibst du uns denn? Du hast dein erstes Auge, lieber Tiger. Genau, er dreht sich nämlich. Was hat Shotgun-Money für uns? Ja, die nehme ich gerne mit. Könnten wir eigentlich auch eben holen. Die Shotgun. So, er dreht sich wieder zurück. Dankeschön, lieber Tiger. Und dann suchen wir jetzt noch diesen gelben Edelstein. Oder rot? Ich weiß nicht, also im Original war es ein roter, hier ist ein gelber scheinbar. Gut, dann war das erledigt. Hier ist noch irgendwo was. Was ist denn hier noch? Irgendwas ist hier. Der Kerzenhalter glänzt kalt im Mondlicht. Was ist denn hier noch? Irgendwas ist hier noch rot. Irgendwas ist hier noch rot, verdammt nochmal. Irgendein Item. Ha. Dass man diesen Besen da mitnehmen kann? Nee. Okay. Ein Fenster oder so? Nee, auch nicht. Dann hier. Der Kessel hat ja ganz kalte Mondlicht. Ich würde ja gerne mein Feuerzeug nutzen, aber er will es nicht. Irgendwas ist hier noch. Sehr interessant, Freunde. Das da vorne? Ah, alles klar. Ein Dolch. Haben wir jetzt alles? Der Dolch war's. Okay, wunderschön. Das heißt, wir können jetzt hier wieder durch. Ja, wisst ihr was? Dann machen wir die da hinten jetzt auch mal kaputt. Haben wir noch genug Schuss überhaupt? Oh. Keine Buddy. Ja, der lebt natürlich noch. Shit. Gut, egal. Aber ich glaube, die Schüsse werden hier gespeichert. Zum Glück. Und, genau, dann nehmen wir jetzt mal das Emblem hier raus. Komm. Nimm das Symbol mit. Prüfen. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Ja. Keine Ahnung. Dann würde ich das jetzt einfach nochmal ablegen, das Zeug. War doch hier durch. War das hier durch, der Safe-Raum? Ja, der Safe-Raum war hier durch. Genau, und der steht natürlich wieder da hinten, ne? Aber er hat jetzt natürlich schon 3 oder 4 Schuss von uns gekriegt. Und ich glaube, die Schüsse werden abgespeichert. So, dann... Jetzt hätte ich natürlich die 3 Schüsse gebrauchen können, die ich verballert habe, ne? Aber ist egal. So, dann... Hier kommt nichts raus, okay. Cool. Dann holen wir uns jetzt unsere Schrotflinte. Ich glaube, dann haben wir diesen Bereich nämlich auch komplett abgehakt hier. Dann würde ich sagen, speichern wir einmal noch einmal zwischen. Das hier kann raus gegen die Farbbänder getauscht werden. Das kann auch rein. Aber langsam werde ich warm mit der Steuerung. Das ist gut. So. Und währenddessen trinke ich mal einen kleinen Schluck. Eine Sekunde. Ach, natürliches Soda-Stream-Mineralwasser mit Zitronenscheibe. Einfach lecker. So, dann. Chris, mach die Kiste auf. Danke. So. Ja, was jetzt hier mit dem Emblem war? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Müssen wir nochmal gucken irgendwann. Aber erstmal holen wir uns jetzt... Verdammt. Wieder rein da. Wieder rein da. Wieder rein da. Wieder rein da.
Wir müssen ja das kaputte Gewehr mitnehmen. Ja, ist sehr schön, Freunde. Wir kommen voran. Jetzt mach die Kiste auf. So. Dass er sich evaziert, ist unglaublich. Die Gewehrmunition, soll man die direkt mitnehmen? Da ist das defekte Gewehr. Die Todesmaske kann man noch mal ein bisschen... Der Schwertschlüssel. Irgendeine Tür haben wir noch mit dem. Aber nun gut. Wartet mal, wir können doch hier... Ah. Ihr seht, der linke Bereich ist fast durch. Dann haben wir oben noch. Und halt den ganzen rechten Bereich da vorne. Ach schön, diese Musik. Ja, okay. Dann gehen wir nochmal zurück in den F-Gang. Ich nenne ihn immer den F-Gang, weil er auf der Karte halt wie ein F aussieht. Deswegen, das ist halt ein ziemlich wichtiger Durchgangsbereich hier in der Villa. Und, genau. So, da müssten wir jetzt theoretisch da oben hin, ne? Genau, Gold, richtig. Ja, ich kenne mich noch ein bisschen aus hier. So. Alles klar, dann kommen wir nämlich wieder zurück. Wir sind an dem Zombie. Da ist doch der Zombie im Weg. Shit, da ist der Zombie im Weg. Ah, wartet mal, ich kann aber mich beißen lassen und dann E drücken. So, genau, Blendgranate und, Hä? Er hat jetzt die Blendgranate. Ah! Okay. Holy shit. Wir sind orange, krass. Okay. Aber wir haben durch die Blendgranate... Wir hätten einmal schießen sollen, ich weiß. Schaut euch das an. Ich wollte doch nur kurz die Tür hier überprüfen. Genau, hier kommen wir nämlich rein. Aber wir haben halt keine Munition gerade. Und ich würde schon gerne zumindest eine Heilung mal mitnehmen. Das heißt, wir müssen noch einmal kurz zurück. Es tut mir leid, Freunde. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da so viel Schaden davon kriegen. Unfassbar. Aber gut, ist halt eine Granate gewesen. Na, was soll man dazu sagen? Die machen halt Schaden. So, dann jetzt hier noch einmal links durch. Dann ist die Folge schon wieder voll. Das gibt's doch nicht. Aber wir haben viel geschafft in dieser Folge. Definitiv viel geschafft. Nimm einmal das mit und einmal das grüne Kraut. So, dann werde ich das einmal schlucken. Nichts wird verschwendet. Sehr gut. Und genau, wenn es irgendwas passiert, haben wir ja noch jede Menge Heilung. Oh, da würde ich sagen, machen wir den neuen Raum leider dann erst beim nächsten Mal. Ne? Weil, ja. Folge ist voll. Was soll ich dazu noch sagen? Gut, liebe Freunde, da würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und wie gesagt, was sich hinter dieser Tür da vorne befindet, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.